probieren. Aber in Sachen Monatshygiene, da bin ich sehr eigen. Ja, dann habe ich sie halt doch irgendwann mal ausprobiert und ich muss sagen, also ich bin jetzt richtig begeistert. Die Leute, wo sich die Super Plus ausgedacht haben, also die haben unheimlich mitgedacht. Toll. Du bist irrsinnig begabt. Aber es müsste eine kleine Spur leidenschaftlicher sein. Ja, ein bisschen. Und vergisst du dir nicht am Schluss einmal noch den Namen sagen. Gut. Jetzt nochmal, ja? Also ich hätte doch nie im Leben gedacht, dass ich irgendwann noch mal meine Binde wechseln würde. Entschuldigung, das ist mir jetzt so rausgerutscht. Tja, mach nichts. Aber ist schon der richtige Weg eigentlich. Du bist eben hier besinnungslos verglückt jetzt über die neue Binde, ja? Komm. Also es ist ein Wahnsinn. Ich hätte doch nie und nimmer mal die neue Super Plus ausprobiert. Aber meine Freundin, die ist ungeheuer heikel in so Sachen, gell? Da sagt die doch tatsächlich zu mir, ich soll unbedingt die neue Super Plus ausprobieren. Ja, und was soll ich Ihnen sagen? Irre. Wahnsinn. Was die alles aufsaugt. Da können sie 3 Tage die Binde nicht wechseln und es kommt kein Tropfen Blut durch. Das ist, also ich muss sagen, ich nehme die jetzt nur noch. Die Leute, wo sich die Binde ausgedacht haben, also die haben sich echt was ausgedacht. Super Plus, das ist meine Binde. Gut, so Schätzchen, schon ganz toll. Aber am besten denkst du jetzt beim Sprechen mal überhaupt gar nicht mehr nach. Geh einfach aus dir raus, sei locker, sei begeistert. Das ist die Binde deines Lebens. Bitte. Ich wäre doch nie und nimmer auf die Idee gekommen, mal die neue Super Plus zu benutzen. Und neulich, also, da hatte ich doch so eine hässliche Zystengeschichte. Und meine Freundin sagt nur, Super Plus, ich in den Laden. Und was soll ich Ihnen sagen? Also, ich habe doch wegen dem Eingriff, gell, ich habe geblutet wie ein Schwein. Aber die Super Plus, die hat geholfen. Also, die Super Plus ist echt Bombe. Die ist so gut, die nimmt jetzt sogar mein Freund.